Deine guten ökonomischen Verhältnisse korrelieren eben stark mit deiner sozialen Anerkennung sowie mit der Wahrscheinlichkeit, dass du Nachkommen versorgen kannst. Alles zusammen ist für Frauen nun mal ein Zeichen, dass du zukunftsfähig bist. Wo ist hier das Problem? Also ehrlich, ich habe nie verstanden, warum Männer sich darüber aufregen, dass Frauen einflussreiche Männer bevorzugen. Eigentlich ist es sogar eine ehrenwerte Sache, dass Frauen so weitsichtig sind und die Zukunft im Blick haben. Wir Männer hingegen schauen ja nur auf das Körperliche bei Frauen, egal ob es um kurzfristige oder langfristige Anziehung geht. Ob sie Vorstandschefin in einem Großkonzern ist oder ob sie bei McDonald's fettige Burger rausgibt, das interessiert einfach keinen, solange sie heiß ist. Ich sag nicht, dass das falsch ist, aber auch hier haben natürlich viele Frauen ein Problem damit, dass ihre inneren Werte wenig und ihre ökonomischen Erfolge 0,0 zu ihrer Anziehung beitragen. Das kann man ein gutes Stück weit nachvollziehen, lässt sich aber nicht ändern. Aber Männer, die sich hinstellen und sagen, aber dann liebt sie ja nur sein Geld und nicht ihn. Ich habe ja Leute hier regelmäßig auf meinem Kanal sogar. Also tut mir leid, die müssen noch ein bisschen dazulernen. Sei doch froh, dass dein Erfolgsstreben, was ja sowieso der männlichen Natur entspricht, von Frauen so honoriert wird. Du solltest sowieso rund um die Uhr nach mehr Macht, mehr Einfluss und ja auch mehr Knete streben. Also Goldgräbermentalität, ich weiß, das kann sich manchmal so anfühlen, dass Frauen dich ausnutzen. Und wenn man auf Untersuchungen wie zum Beispiel diese hier stößt, dann wird das ins Unermessliche befeuert. Ein Drittel der Frauen gibt zu, bei einem Date mit einem Mann, es nur auf die kostenlose Mahlzeit oder das schicke Restaurant abgesehen zu haben. Aber auch hier, du musst dich ja nicht ausnutzen lassen und sie gleich in ein Restaurant ausführen. Das muss sie sich schon verdienen, findest du nicht? Und ich denke mal, wir beide wissen auch wie.